Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Gäste. Wir behandeln hier zwei Anträge der AfD. Der eine gegen das Gendern in städtischer Bekanntmachung und der andere zur Mitgliedschaft im Verein der deutschen Sprache. Der Antrag zur Mitgliedschaft der Stadt im Verein der deutschen Sprache lässt tief blicken in die Abgründe der Intention der AfD. Der Verein der deutschen Sprache propagiert rechtspopulistische Inhalte und reproduziert deren Sprachgebrauch. Nicht nur, dass sie die öffentlichen rechtlichen Medien als Lügenpresse bezeichnen, nutzen sie auch rassistische Fremdbezeichnungen, um BIPOC-Personen abzuwerten. Zur Erklärung, BIPOC bedeutet Black Indigenous People of Color. Weiterhin erläutern sie dann noch, warum BIPOC-Menschen das nicht als Rassismus wahrnehmen dürften. Das ist absolut rassistisch und widerspricht klar der Beschlusslage der Stadt Kassel, die mit hoher Mehrheit in der Vergangenheit die Ächtung des N-Worts und des M-Worts beschlossen haben. Dass der derzeitige Vorsitzende in seiner Rolle als Professor Hitler-Zitate nutzt in seinen Vorlesungen, ist dann die Spitze des Eisbergs. Dieser Verein ist ein weiteres Sprachrohr für rechtspopulistische Parteien und Organisationen und hat hier ein klares Ansinnen, nämlich rassistische und sexistische Ausdrücke und Sprachbräuche sollen in der deutschen Sprache erhalten bleiben. Wir müssen uns klar gegen solche Organisationen und Vereine stellen und gegen ihre diskriminierenden Inhalte. Der Antrag der AfD gegen geschlechtergerechte Sprache bei amtlichen Bekanntmachungen zeigt erneut, dass die AfD lediglich ihre diskriminierende Agenda durchsetzen will und keine Ahnung hat zum aktuellen Stand der Debatte. Ein Gutachten, welches die Stadt Hannover in Auftrag gab, bestätigt sogar, dass geschlechtersensible Sprache eine konsequente Umsetzung des Verbots von Geschlechterdiskriminierung ist. Hiermit haben wir sogar ein Rechtsgutachten, welches bestätigt, dass es zu den Aufgaben einer Stadt gehört, in Bekanntmachung der Stadt zu gendern. Die Forderung, dass nicht lediglich Männer angesprochen werden, ist nun auch wirklich keine radikale. Die AfD bezieht sich auf eine Umfrage, die meint, die Mehrheit der Deutschen sei gegen geschlechtergerechte Sprache. Aber dabei geht es auch gar nicht bei geschlechtergerechter Sprache. Es geht darum, dass Menschen sich angesprochen fühlen, die angesprochen werden sollen. Frauen, inter, trans und nicht-binäre Personen werden durch das generische Maskulin eben nicht angesprochen. Das generische Maskulin ist eben nicht neutral, es ist maskulin. Wir können durch einige Zeichen mehr im Schreiben, die nun wirklich kein Aufwand sind, Menschen, Existenzen sichtbarer machen. Die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache ist eine Möglichkeit, Diskriminierung entgegenzutreten und die Diversität unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen. Wir empfinden durch Gendern den Wunsch nach Repräsentation als eine Demokratisierung der Sprachkultur. Wir wollen, dass Menschen sich angesprochen fühlen können. Wenn sich mir jemand als Sven vorstellt, nenne ich ihn ja auch nicht einfach Heinrich oder Josef, weil ich der Meinung bin, dass das besser passt. Dann würde Sven sich von mir ja auch nicht angesprochen und nicht respektvoll behandelt fühlen. Also, warum sollten wir dann in amtlichen Schreiben auf geschlechtergerechte Sprache verzichten? Deswegen sprechen wir uns hier nochmal klar für geschlechtergerechte Sprache aus, sodass Frauen, inter, trans und nicht-binäre Personen sich auch weiterhin von der Stadt angesprochen fühlen dürfen.